die Bühne. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Tja, wieder ein neuer Tag. Ja. Hey, guck mal. Hey, sie trennt ihren Müll. Das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Aber wieso? Warum ist das gut? Je mehr man recycelt, desto weniger Abfall haben wir. Ja, je mehr wir wieder verwerten können, desto weniger neue Rohstoffe brauchen wir. Rohstoffe? Was ist ein Rohstoff? Ein Rohstoff ist eine natürliche Ressource, die noch nicht verarbeitet wurde. Ja, zum Beispiel Holz ist ein Rohstoff, der von Bäumen gewonnen wird. Von Bäumen? Ja, von Bäumen im Wald. Ach so, ja. Und wenn Holz verarbeitet wird, kann man Papier produzieren. Das heißt, je weniger Papier wir verschwenden, desto mehr Papier haben wir. Ja. Und desto weniger Holz muss verarbeitet werden. Ja, und Papier ist etwas, das mir gehört. Ich bin nämlich eine Altpapiertonne. Ja, ja, ja. Hey, guck mal. Was? Was hat sie? Flaschen. Eine Flasche ist ein Gegenstand, der aus Glas ist. Nicht immer. Eine Flasche ist ein Gegenstand, der manchmal aus Glas ist, aber manchmal aus Plastik ist. Glas ist etwas, das mir gehört, denn ich bin eine Altglastonne. Ja, stimmt. Aber Plastik ist etwas, das mir gehört. Ich bin die gelbe Tonne. Mir gehören Verpackungen aus Plastik und Papier. Ja, ja, ja. Hey, ihr zwei. Wir müssen zusammenarbeiten. Nur zusammen können wir die Umwelt schützen. Wir müssen alle zusammenhelfen. Wenn wir recyceln, verschwenden wir weniger. Je weniger Energie wir verbrauchen, desto weniger neue Energie muss erzeugt werden. Das ist gut für die Umwelt. Damit die Wälder nicht verpestet werden. Damit die Luft nicht verpestet wird. Damit wir weniger Müllberge haben. Guck mal. Was? Die Frau. Sie verwendet einen Stoffbeutel. Ja, das ist praktisch. Denn ein Stoffbeutel kann immer wieder verwendet werden. Ein Stoffbeutel ist ein Gegenstand, der gut für die Umwelt ist. Ein Stoffbeutel ist aus natürlichem Stoff, nicht aus Kunststoff.
Außerdem kann ein Stoffbeutel wieder verwendet werden. Ja, Stoffbeutel sind gut. Ich meine, je mehr man wieder verwendet, desto weniger verschwendet man. Gut!